Ja, wir befinden uns hier an der Kreuzung Elberfelder Straße, Bergstraße in Mettmann, deren Umbau bis auf ein paar Restarbeiten gerade abgeschlossen wurde. Die Ampelanlage wurde letzte Woche Donnerstag in Betrieb genommen. Durch das neue geradeaus über die Flurstraße und im weiteren Verlauf über die Beethovenstraße und Talstraße wird nun der motorisierte Verkehr weitgehend von der Innenstadt ferngehalten. Es fehlen jetzt noch die Wegweiser und auch zwei Kameras für die Radfahrer müssen noch an der Ampelanlage angebracht werden. Ich denke, dass wir diese Arbeiten bis Mitte April erledigt haben werden. Zunächst wurde ja der nördliche Teil der Kreuzung fertiggestellt und wir sind dann auch schon im letzten Jahr auf den südlichen Bereich der Kreuzung rüber gewechselt. Da wurden zunächst Versorgungsleitungen erneuert und auch die ungebundene Frostschutzschicht wurde schon hergestellt. In diesem Jahr wurden dann die Asphaltarbeiten und die Pflasterarbeiten durchgeführt. Ja, bei der Erneuerung der Versorgungsleitung kam es zu unplanmäßigen Verzögerungen, so von rund einem Monat. Und auch der Winter hat uns gut 3 Wochen gekostet, sodass wir jetzt statt im Januar Anfang März letztlich fertig geworden sind.